Gut, dann legen wir los. Ja, ich freue mich ganz herzlich, heute in unserer Vorlesung Herrn Frank Jansen begrüßen zu können. Er vertritt katholische Kindertageseinrichtungen in einer der größten Verbände, je nachdem, ob man die Kommunen zusammenrechnet. Naja, es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Person. Bundespolitisch unterwegs, gerade wieder in Erscheinung getreten, eine Initiative, die sich um ein Bundesqualitätsgesetz, ein ganz wichtiges Gesetz ist, für die Zukunft engagiert. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, auch jemanden hier zu haben, Frank Jansen, der eben nicht nur, ich sag mal, wissenschaftliche Perspektiven lesen kann, sondern sehr viel auch aus dem Erfahrungsschatz von Bildungspolitik und Trägerpolitik Ihnen berichten kann, und ich hoffe, dass Sie davon sehr profitieren. Ich danke Ihnen nochmal herzlich, dass Sie heute gekommen sind, und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, danke schön. Also wissenschaftliche Expertise lesen kann, weiß ich ja nicht so genau. Das gehört nicht zu meinem alltäglichen Geschäft, Herr Hoffmann. Wissenschaftliche Vorträge auch nicht. Also das ist eigentlich für mich so etwas, was vielleicht einmal im Jahr passiert, was ich jetzt hier mache. Von daher, wenn es irgendwie didaktisch nicht so ist, wie Sie das gewohnt sind, oder vielleicht sind Sie so nicht anders gewohnt, keine Ahnung, dann entschuldigen Sie das ganz einfach. Jedenfalls bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie so zahlreich kommen mussten, glaube ich. Trotzdem danke dafür, Sie hätten auch krank sein können. Ja, Herr Hoffmann hat mich gebeten, noch zwei, drei Sätze zu meiner Person zu sagen. Ich bin Geschäftsführer, Bundesgeschäftsführer des Verbandes katholischer Kinderparkeinrichtungen mit Sitz in Freiburg und einem politischen Büro in Berlin. Ich komme jetzt gerade aus Berlin. Meine überwiegende Tätigkeit besteht darin, in Deutschland rumzureisen. Ich fahre jetzt heute Abend dann weiter nach Köln und morgen dann nach Freiburg und dann am Freitag wieder in Fulda. Das ist irgendwie schlichtweg so. Der KTK-Bundesverband, das ist das Kürzel meines Verbandes, ist der größte Trägerverband in Deutschland mit 8000 Kindertageseinrichtungen, die uns angeschlossen sind und für die wir zuständig sind. Und alles andere erfahren Sie dann gleich. Ich bin gebeten worden, Ihnen aus der Perspektive von Trägern einen Einblick in das Thema Kindertageseinrichtungen zu geben. Das heißt, dieser Einblick ist wahrscheinlich vielleicht, ich weiß es nicht, eine Zumutung, aber wir muten Kindern in unseren Einrichtungen und vor allem den pädagogischen Fachkräften auch einiges zu. Von daher anderthalb Stunden, das überleben Sie. Zumutung insofern, als dass Sie jetzt wahnsinnig viele Zahlen kriegen. Sie kriegen von mir keine pädagogischen Theorien vorgetragen, sondern Zahlen. Das, was uns politisch bewegt als Träger und vor allem nur die thematischen Schwerpunkte, von denen wir meinen, dass sie an der Tagesordnung stehen. Und da bin ich gleichzeitig noch gebeten worden, in dem Zusammenhang das Trägersystem der Kindertageseinrichtungen in Deutschland vorzustellen, wie sich das entsprechend verteilt, wie sich das begründet und einen Einblick quasi in so ein Trägermanagement aufzugeben. Richtig? Okay, dann habe ich das richtig verstanden. Gut. Ja, also Thema ist Kindertageseinrichtungen aus der Perspektive von Trägern. Und aufgeteilt habe ich das in drei Kapitel. Einmal die Ausgangslage, da geht es um ein paar Zahlen, oder um ein paar Zahlen, ist gut, um Zahlen. Es geht auch darum, wie die Verantwortungsbereiche für Kitas in Deutschland geregelt sind. Dann werde ich Ihnen das etwas herunterbrechen am Beispiel der katholischen Kitas und ihre strukturelle Einbindung. Und das, was Sie da hören, auch im dritten Kapitel der KTK als bundesweite Trägerorganisation, das können Sie durchaus übertragen auf andere Trägerverbände, also sei es auf die kommunalen Träger, auf die evangelischen Träger in Deutschland oder was weiß ich. Ich kann es halt am besten am Beispiel meines eigenen Verbandes. Steigen wir rein mit der Ausgangslage, mit ein paar Zahlen, die Informationen darüber geben, wie diese ganze Sache in Deutschland strukturiert. Dieses Bild ist bewusst ausgewählt, weil das ist möglicherweise jetzt ein bisschen verwirrend. Ich hoffe, da irgendwie Klarheit genug reinzukriegen. Kita-Zahlen und die Trägerstruktur in Deutschland. Es gibt einen sogenannten Rahmen für die Situation, so wie sie sich in Deutschland widerspiegelt, und das ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip als gesellschaftspolitische Maxime. Ich könnte jetzt, wenn ich das Subsidiaritätsprinzip erkläre, zurückgehen auf Aristoteles, der hat da irgendwann mal drüber nachgedacht, aber ganz konkret in unserer heutigen staatlichen Praxis bedeutet das, dass eigentlich staatliche Institutionen, also in dem Fall wären das zum Beispiel die kommunalen Träger von Kindertageseinrichtungen, nur dann aktiv werden, wenn Einzelne oder Gruppen, so eine Gruppe ist beispielsweise die katholische Kirche, nicht in der Lage sind, bestimmte soziale Dienstleistungen oder gesellschaftliche Aufgaben selbst zu lösen.
Das heißt, durch dieses Prinzip Subsidiarität soll privaten Organisationen gegenüber dem Staat Vorrang gewährleistet werden. Was man damit irgendwo bezwecken will oder wollte, so kann man es auch sagen, ist, dass der Staat für sich nicht alles übernehmen muss und nicht alles berufen muss, also sozusagen nach einem zentralistischen Prinzip oder wie auch immer, sondern dass es private Organisationen geben muss, die auch staatliche Aufgaben übernehmen. Wir haben dieses Prinzip vor allem deswegen auch hochgehalten, glaube ich, weil unsere Gesellschaft sich sehr plural zusammensetzt. Da braucht es auch Angebote unterschiedlichster Träger, gerade im Kita-Bereich. Es gibt Familien beispielsweise, die für ihre Kinder eine kommunale Kindertageseinrichtung bevorzugen, weil sie mit Religion nichts am Hut haben, weil ihnen das einfach nicht wichtig ist. Es gibt aber auch Familien, denen gerade die religiöse Orientierung für ein besonderes Merkmal halten. Die geben dann ihre Kinder in eine katholische Kita, wenn sie dann Platz kriegen, oder in eine evangelische. Und wir stellen auch fest, dass beispielsweise Kinder aus Familien mit muslimischem Hintergrund sehr gerne auf konfessionelle Kitas zurückgreifen, mit der Begründung, dass das eine gewisse Wertorientierung auch unterstützt wird, also bei ihren Kindern. Also das ist dieses Prinzip. Und aus diesem Prinzip heraus, also aus dem Subsidiaritätsprinzip heraus, ergibt sich dann im Grunde genommen diese Übersicht. Also eine Vielfalt von Trägern in Deutschland, von Trägern, die Kindertageseinrichtungen unterhalten. Ich habe Ihnen das jetzt hier zahlenmäßig mal aufgelistet. Das geht zurück auf das Statistische Bundesamt, berechnet von der Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik. 2014 haben wir uns das zusammengestellt. Die Zahlen sind aber die aktuellen Zahlen, die vorliegen, von März 2013. Also das geht immer ungefähr anderthalb Jahre zurück. Der Kollege, der das für uns immer macht, ist der Matthias Schilling. Demzufolge hatten wir im März 2013, und das hat sich unwesentlich bis heute verändert, in Deutschland insgesamt über 52.000 Kindertageseinrichtungen. Und davon sind bei den öffentlichen Trägern über 17.000, also öffentliche Träger, das sind die Kommunen, die Gemeinden, die Landkreise. Das macht ungefähr 32,6% aus. Nicht konfessionelle Wohlfahrtsverbände, also dazu gehört beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz oder die Arbeiterwohlfahrt. Dort sind 8.400 Kindertageseinrichtungen organisiert. Das macht im Gesamtangebot einen Anteil von 16% aus. Evangelische Kirche 16,4% insgesamt am Gesamtangebot mit über 8.500 Kitas. Und dann kommen wir, die katholische Kirche, Caritas, mit über 9.000 Kindertageseinrichtungen und sonstige. Das sind 16,6% nach über 8.700 Kitas. Das sind beispielsweise Elterninitiativen oder privat-gewerbliche Kindertageseinrichtungen, die es in Deutschland auch gibt. Wenn man das jetzt zusammenzählt, dann komme ich also auf 52.292 und nicht auf 52.484. Keine Ahnung, wie Matthias Schilling da drauf kommt. Ich wollte Ihnen das nur nicht vorenthalten, bevor Sie selber hier irgendwie nachrechnen und dann sagen, ja, keine Ahnung. Ich habe die Zahlen so übernommen. Wahrscheinlich sind da irgendwie ein paar verloren. Also so verteilt sich das in Deutschland. Matthias Schilling hat mir auch diese Tabelle hier zur Verfügung gestellt. Und dann sehen Sie beispielsweise, wie so diese Entwicklung von 1990/91 bis 2013 sich darstellt. Also wir hatten beispielsweise Anfang der 90er Jahre über 9.400 Kitas, also katholische Kirche Caritas, und liegen heute bei 9.331. Das hat damit zu tun, dass wir abgebaut haben im Bereich der Altersgruppe der 3 bis 6, aber diese Zahl in etwa gehalten haben durch den Ausbau des Angebots für Kinder unter 3. Wir haben ja seit dem vergangenen Jahr den Rechtsanspruch auf einen Platz nach dem vollendeten ersten Lebensjahr, und da sind wir ziemlich auch nochmal aktiv geworden. Also insgesamt, das ist diese Indexentwicklung, die über 1990 ausgeht, von diesen 9.487 als 100%, dann haben wir in den vergangenen Jahren 2% in etwa abgebaut. Und das eben hier nochmal unterschiedlich dargestellt nach Art des Trägers, aber ich muss das jetzt, glaube ich, nicht im Einzelnen alles vorlesen, Sie können das ja auch, wenn ich das richtig verstehe, nachlesen. Ich habe das auch noch einmal nach Plätzen hier zusammengestellt, oder diese Folie von Matthias Schilling, Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik Dortmund, herangezogen. Also insgesamt gibt es
2013, das ist auch wieder im März, für Kinder in der Altersgruppe vom 0 bis zum 6. Lebensjahr 3.505.000 oder 506.000 Plätze in Kindertageseinrichtungen. Und davon haben wir beispielsweise als katholische Kirche, jetzt als Caritas, einen Anteil von über 640.000. Und da sehen Sie, dass wir trotz zurückgegangener Kindergartenzahlen beim Platzangebot eine Steigerung haben. Und das hat wieder unmittelbar damit zu tun, dass wir uns ziemlich im Ausbau für U3 auch engagiert haben und beispielsweise Kindertageseinrichtungen in Gruppen erweitert haben. Also hier gibt es eine Steigerung von 6% jetzt alleine bei uns. Wenn Sie das auf Gesamtdeutschland übertragen, das ist dann diese Spalte, dann sind das bedingt durch den Ausbau Platzangebot für Kinder unter 3 17%, die wir mehr an Plätzen in Deutschland haben. Dieser ganze Ausbau ist ja darauf zurückzuführen, dass wir 2003 die ersten PISA-Ergebnisse vorliegen hatten, bei denen die schulischen Leistungen von 15-Jährigen untersucht worden sind. Und das war ja nicht unbedingt gut, wie wir als Deutschland dort abgeschnitten haben. Wir haben eigentlich damals gehofft, dass es jetzt zu einer umfassenden Reform der Schule kommt, also dass man quasi die Schuld an dieser scheinbaren Misere auf die Schule abschiebt, aber ziemlich in die Kritik geraten. Die Kindertageseinrichtungen bis hin zu Formulierungen in Printmedien, dass Erzieherinnen offensichtlich das Bildungspotenzial von Kindern nicht nutzen und dass vom Steuerzahler aufgebrachte Gehalt nicht wert sind. Es kam dann zu einer unheimlichen Bildungsdebatte auf den Kita-Bereich, der dazu geführt hat, dass wir in allen Bundesländern binnen kürzester Zeit Bildungspläne hatten, die als Orientierungsrahmen so ein Stück weit eine Folie bieten, wie Arbeit in Kindertageseinrichtungen aussehen soll. Und man gleichzeitig damit aber auch die Bedeutung der frühkindlichen Bildung für die Bildungsbiografie von Kindern entdeckt hat und festgestellt hat, dass es an Plätzen fehlt. Und das war ein Motiv, diesen Ausbau voranzutreiben. Das zweite Motiv war natürlich ein bedarfsgerechtes Angebot für Familien und damit eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sicherzustellen. Okay. Achso, wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie einfach zwischendurch oder ich mache mal jedes Kapitel kurz. Was ich hier auch nochmal, vielleicht für Sie auch interessant, wenn Sie künftig in diesem Arbeitsfeld tätig sind, wobei wir da auch nochmal drauf zu sprechen kommen müssen, wie wichtig Sie für uns sind und was da aber auch die Barrieren sein könnten. Diese Abbildung zeigt, ich finde das sehr interessant, wie groß am Ende, wie sich die Verteilung der Gruppengrößen, also der Kita-Größen quasi darstellt. Also wir haben hier beispielsweise Kindertageseinrichtungen unter 25 Kindern, da liegen die sonstigen Träger am höchsten, also das sind Kitas mit nur einer Gruppe, kann man so sagen. Und diese Übersicht stellt auch dar, beispielsweise Kindertageseinrichtungen mit über 125 Kindern. Und da sind die nicht konfessionellen Wohlfahrtsverbände, also Arbeiterwohlfahrt und so weiter und so fort, mit 10% am weitesten. Wir liegen da mit 3% an unterster Stelle. Also im Schnitt ist es im katholischen Bereich beispielsweise so, dass unsere Kitas eine Gruppengröße, also eine Größe von 3 Kindergartengruppen haben. Ja, so ein ganz wichtiges Thema für uns auch noch, oder insgesamt, denke ich, im Zusammenhang mit dem Ausbau des Platzangebots für Kinder unter 3. Wie verteilt sich das jetzt auf die Altersstruktur? Also insgesamt gesehen 592.000 Plätze, die wir zur Verfügung stellen. Und wir sind, und das hat vielleicht auch etwas mit einem Familienbild zu tun, über das wir aber ständig immer wieder diskutieren, in der Altersgruppe der unter Einjährigen absolutes Schlusslicht. Da bieten wir 2013 in Deutschland nur 930 Plätze, also in Kinderkrippen an. Wir haben wohl aber enorm ausgebaut im Bereich der Altersgruppe 1 bis 2 Jahren. Da haben wir ein Angebot von 14.428, das hört sich noch nicht sonderlich hoch an, im Vergleich zu anderen Zahlen, also beispielsweise öffentliche Träger, die da mit 48.000 dastehen. Aber wenn Sie die Zahl vor 7 Jahren gesehen hätten, also in der Altersgruppe der 1- bis 2-Jährigen, dann würden Sie da anders drüber denken, dann sieht das jetzt hier schon richtig cool aus. Aber da komme ich auch nochmal drauf. Und in der Altersgruppe der 2- bis 3-Jährigen
haben wir enorm ausgebaut in den letzten Jahren, da liegen wir mittlerweile bei 50.000. Da komme ich aber nochmal drauf zurück. Also wollte ich Ihnen damit nur zeigen, es gibt diese Folie, auf die Sie dann noch zurückgreifen können, um da einen etwas differenzierteren Überblick oder Einblick zu haben. Diese überspringe ich jetzt mal. Die Ausgangslage, wie verteilt sich die Verantwortung? Also im Vergleich zu anderen Ländern, wie beispielsweise Frankreich, ist das bei uns, finde ich, was die Kita-Geschichte angeht, etwas kompliziert geregelt. Aber das ist auch ein Thema, auf das ich gleich noch zurückkommen werde. Wir haben in der Bundeszuständigkeit die sogenannte Rahmengesetzgebungskompetenz. Also im SGB 8, im Sozialgesetzbuch, gibt der Bund, oder legt der Bund fest, welche Grundrichtlinien, beispielsweise in Paragraphen 22 und so weiter und so fort, für Kindertageseinrichtungen in Deutschland aufrechtzuerhalten sind. Also wie sich beispielsweise das Wohl des Kindes auch definiert. Die eigentliche Verantwortung liegt dann aber bei den Bundesländern. Also die Bundesländer gehen hin und legen in sogenannten Ausführungsgesetzen fest, wie die Praxis von Kindertageseinrichtungen bis hin zu den Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen sich gestaltet. Und genau das ist das Problem. Wenn Sie sich Deutschland auf einer Landkarte anschauen, dann haben wir, was die Arbeitsbedingungen angeht, ganz unterschiedliche Voraussetzungen von Bundesland zu Bundesland. Also alleine beispielsweise bei der Erzieherin-Kind-Relation, also eine Erzieherin so und so viele Kindern, variiert das in der Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen von 8,9, also eine Erzieherin 8,9 Kinder, bis hin zu einem Land wie beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern, wo diese Erzieherin-Kind-Relation bei 1 zu 19,9. Also eine Erzieherin und fast 20 Kinder. Dann gibt es Regelungen, in einem Bundesland sind Kita-Leiterinnen zu einem gewissen Teil freigestellt von ihrer Arbeit und Führungsaufgaben auch realisieren zu können. In einem anderen Bundesland ist das gar nicht geregelt, in einem Bundesland ist es gut geregelt, in einem anderen Bundesland wieder mehr oder weniger gut. Vor- und Nachbereitungszeiten sind in den einzelnen Bundesländern festgesetzt, in anderen Bundesländern wird darauf überhaupt nicht bezogen. Und das ist das Problem, was wir im Moment auch als Trägerverbände, und da sind wir uns fast alle einig, mit Ausnahme Diakonischer Wohlfahrtsverband und Paritätischer Wohlfahrtsverband, dass es hier zwingend eine bundesweite einheitliche Regelung braucht. Weil wir davon überzeugt sind, dass Kita-Angelegenheiten, das Wohl des Kindes, die Frage einer hochwertigen Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern also nicht irgendwo untergehen darf in länderspezifischen Regelungen, sondern ein nationales Interesse ist. Aber die gegenwärtige Situation stellt sich so dar, dass quasi die Zuständigkeit für die konkrete Definition von dem, was in Kitas passiert, bis hin zu den Rahmenbedingungen bei den Ländern. So, das ist die politische Ebene, die öffentliche Ebene. Dann ist das so, dass in Deutschland Kindertageseinrichtungen politisch vertreten werden durch die sogenannten Wohlfahrtsverbände bzw. durch die kommunalen Spitzenverbände. Auf Landesebene wie auf Bundesebene. Das heißt, anders ausgedrückt, am Beispiel eines katholischen Kindergartens, der ist in der Trägerschaft einer katholischen Pfarrgemeinde und ist gleichzeitig aber Mitglied im Wohlfahrtsverband, in dem Fall der Caritas. Und diese Caritas vertritt ihn auf Landesebene im politischen Feld. Das ist die spitzenverbandliche Vertretung. Und auf Bundesebene überträgt sich dann, indem wir quasi die Interessen der katholischen Kindertageseinrichtungen im Bund vertreten. Und so gesehen ergeben sich auch die Aufgaben der Wohlfahrtsverbände und der kommunalen Spitzenverbände. Das ist einmal die politische Vertretung der Träger von Kitas. Und in der Regel wird bei den Wohlfahrtsverbänden, in denen die Kitas organisiert sind, auch die Fachberatung als Unterstützungsleistung angeboten, sowie die Fortbildung. Also Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen, an unserem Beispiel. Wir haben in Deutschland bundesweit 27 Diözesen. Das ist so die katholische Struktur unserer Republik. Und in jeder Diözese gibt es einen diözesanen Caritasverband. Sie können das übertragen auf die Diakonie. Da gibt es eben ein diakonisches Werk. Und innerhalb dieses diözesanen Caritasverbandes gibt es Abteilungen, Kindertageseinrichtungen. Und da arbeiten sogenannte Fachberaterinnen und Fachberater, zum Teil mit 100 bis 120 Kitas. Und deren Aufgabe ist, dieses Kitas in allen Belangen zu beraten. Sprich beim Aufbau, bei Teamproblemen,
bei pädagogischen Fragestellungen und so weiter und so fort. Wir machen im Moment die Erfahrung, dass Leute wie Sie, die ein solches Studium abschließen, dann leider in der Regel nicht in Kitas landen, sondern in diese Multiplikatoren-Ebene gehen, was natürlich auch wichtig ist. Aber uns fehlen Sie eigentlich auch im Kita-Bereich konkret und dann eben Fachberatung. Gut, geht das so? Ja. So, und jetzt möchte ich das Ganze noch etwas herunterbrechen am Beispiel, also am exemplarischen Beispiel, katholische Kitas in ihre strukturelle Einbindung. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass diese 9.331 katholischen Kindertageseinrichtungen überwiegend in der Trägerschaft von Pfarrgemeinden sind. Und das, was ich jetzt hier vortrage, das können Sie durchaus auf andere Verbände übertragen. Und wir aber seit einigen Jahren so eine Veränderung feststellen, hin von der Pfarrgemeinde zu sogenannten großen Trägern. Und ich finde das als Geschäftsführer meines Verbandes richtig so. Wobei es da schon auch kontroverse Debatten drüber gibt. Also mal das Motiv, was dahinter steckt, ist unter anderem das Management einer Kindertageseinrichtung schlichtweg zu professionalisieren. Also wir haben heute immer noch das Mehrheitsmodell der Pfarrgemeinde und da ist für den Kindergarten verantwortlich der sogenannte Kirchenvorstand. Und da arbeiten Ehrenamtliche. Und vielfach ist das so, dass sie schlichtweg überfordert sind damit. Nicht, weil sie es nicht können, sondern sie sind zeitlich überfordert und sie bringen auch das fachliche Know-how in den wenigsten Fällen mit, solche Kindertageseinrichtungen irgendwo professionell auch zu leiten, zu managen. Und das ist mit ein Motiv. Es gibt auch finanzielle Motive oder strukturelle Hintergründe, große Trägerstrukturen zu entwickeln, wie beispielsweise Kita-Stiftungen oder auch ein Zweckverband oder eine sogenannte gemeinnützige GmbH, also GmbHs. Und bei diesen großen Trägern ist das dann so, dass wir am Beispiel in Trier die eine pädagogische Geschäftsführung haben und eine betriebswirtschaftliche Geschäftsführung und damit das gesamte Management einer solchen Kindertageseinrichtung oder der Kindertageseinrichtung natürlich auf ganz andere Beine gestellt ist. Also wir haben zum Beispiel den größten Träger, katholischen Träger in Essen, im Bistum Essen, in der Diözese Essen. Das ist der sogenannte Kita-Zweckverband mit 300 Kitas, also knapp unter 300 Kitas. Eigenen Bereichsleitern, einer Personalentwicklungsabteilung und so weiter und so fort. Also alles Dinge, die sich am Ende einer einzelnen Pfarrgemeinde in einem Dorf oder in einem Stadtteil überhaupt nicht leisten kann. Also das ist so eine Entwicklung, die wir feststellen, aber nicht nur in unserem Trägerbereich. Das finden Sie genauso beispielsweise bei der evangelischen Kirche. Insgesamt bieten wir über 592 Plätze an, das hatte ich schon gesagt. Für Kinder von unter einem Jahr bis 14 Jahren, das sind dann die sogenannten Hochgruppen. Und das damit verbundene Angebot der Bildung, Erziehungs- und Betreuung verteilt sich auf die einzelnen Bundesländer ganz unterschiedlich. Wir werden das gleich zeigen. Und wir beschäftigen in unseren über 9000 Kindertageseinrichtungen insgesamt über 107.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind aber jetzt Leiterinnen, Hauswirtschaftspersonal und sowas mit eingerechnet. Und wenn Sie das jetzt auf die pädagogischen Fachkräfte, das sind zu 84% Erzieherinnen, die von einer Fachschule kommen, übertragen, dann liegen wir dabei knapp über 86.000 Mitarbeiter, die sich Kinder kümmern. Ich habe das mal an einer Tabelle hier nochmal zusammengefasst, die hatte ich aber vorhin glaube ich schon mal. Jetzt hier der Bereich der unter Einjährigen, da dachte ich vorhin, wir haben 207. Wir haben Angebote 930 Plätze insgesamt. Das ist eine Steigerung von 38%, über 38%. Gegenüber 2006 im Bereich der Einjährigen bieten wir insgesamt 14.428 Plätze an. Da hatten wir 2006 noch 2.620 Plätze. Das ist eine Steigerung von 54%. Im Bereich der Zweijährigen haben wir insgesamt 50.330 Plätze, das ist eine Steigerung von 150% gegenüber 2006. Also da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Das größte Angebot, das stärkste, haben wir im Bereich der 4- und 5-Jährigen. Gehen wir nochmal aus von diesen 9.331 katholischen Kitas. Dann ist Bayern
das Land, wo wir die meisten Kindertageseinrichtungen haben. Das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass die Bayern auch einfach katholischer sind, wie beispielsweise die Mecklenburg-Vorpommern. Da haben wir, also Plätze sind das, nur 1669 Plätze. Also diese Tabelle ist für uns vor allem auch wichtig, um zu wissen, wo wir eigentlich unsere Schwerpunkte, unsere Veranstaltungen auch hinlegen. Das ist noch einmal der Überblick über die tätigen Personen in Tageseinrichtungen der katholischen Kirche, Caritas. Wenn Sie das sich noch mal genau anschauen, dann haben wir 2006 insgesamt 84.000 Mitarbeiterinnen gehabt, einschließlich Hauswirtschaft und so weiter und so fort. Und haben durch den Ausbau des Angebots der Kinder unter 3 mittlerweile über 107.000 erreicht. Das ist eine Steigerung von 27,9%. Und darunter finden Sie dann quasi die Übersicht, wie sich das entsprechend der Kindergartenzahlen in den einzelnen Bundesländern auf einzelne Bundesländer verteilt. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, wie sich das bei uns als ein Beispiel eines Trägerverbandes darstellt. Die Verantwortung für die spitzenverbandliche Vertretung der katholischen Kitas und für deren Weiterentwicklung teilt sich folgt auf. Auf der Ebene der Bundesländer, der Kommunen sind das die Diözesan Caritasverbände, Abteilung Kindertageseinrichtungen, die politische Vertretung, die Fachberatung machen, und auf Bundesebene der Deutsche Caritasverband und wir als Fachverband. Also wir sind ein Fachverband des Deutschen Caritasverbandes, der speziell für Kindertageseinrichtungen zuständig ist. Auf die politische Vertretung und das, was uns da beschäftigt, komme ich gleich anzusprechen. Jetzt würde ich Ihnen gerne aus der Perspektive eines Trägerverbandes darstellen, was uns inhaltlich wie politisch im Moment beschäftigt. Weil das würde ich ja tun, so ein Stück weit unsere Perspektive da auch einbringen. Und das Motto, die Zukunft lernen im Kindergarten, war mal das Thema eines Kongresses, den wir durchgeführt haben. Vielleicht ein paar Informationen zum Aufbau und zum Sinn und Zweck unseres Verbandes. Ich hatte ja vorhin schon darüber informiert, dass im KTK-Bundesverband 8.000 Kindertageseinrichtungen organisiert sind. Und wir sind ein anerkannter Fachverband des Deutschen Caritasverbandes. Weil es katholische Kindergärten sind, unterstehen wir der Aufsicht der Deutschen Bischofskonferenz. Also das heißt, wenn wir beispielsweise eine Satzungsänderung herbeiführen wollen oder eine Immobilie, die wir nicht haben, veräußern wollen, bedürfen wir immer der Zustimmung der Deutschen Bischofskonferenz. Wir sitzen dementsprechend auch in Gremien, in Arbeitsgruppen der Deutschen Bischofskonferenz, aber Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz sitzen gleichzeitig auch im Vorstand meines Verbandes. Die Geschäftsstelle meines Verbandes ist in Freiburg mit einem politischen Büro in Berlin. Und meine Aufgabe ist es quasi von Freiburg, also zwischen Freiburg und Berlin, zu pendeln. Und wir sind demokratisch aufgebaut. Das heißt, wir haben eine Bundesdelegiertenversammlung, in der sind Träger von Kindertageseinrichtungen, pädagogische Mitarbeiterinnen von Kindertageseinrichtungen, Fachberater aus den Caritasverbänden und die Deutsche Bischofskonferenz vertreten. Die bestimmen die Grundsätze unseres Verbandes und wählen das Aufsichtsgremium, das ist bei uns der sogenannte Verbandsrat, der die Haushaltsplanung verabschiedet und so weiter und so fort und gleichzeitig den Vorstand wählt, und dieser Vorstand setzt sich aus 10 Leuten zusammen. Zu unseren Aufgaben gehört es, und das ist auf andere Verbände gleichermaßen zu übertragen, die Arbeit der Kindertageseinrichtungen zu unterstützen und dafür Sorge zu leisten, dass sie ihre Angebote weiterentwickeln, so wie es dem Bedarf der Kinder und Familien entspricht. Unser Job ist es auch, pädagogische Fachkräfte und ihre Träger über aktuelle politische und fachliche, wissenschaftliche Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Und satzungsgemäß sind wir dazu da, sicherzustellen, dass in katholischen Kindertageseinrichtungen die Formel das Wohl des Kindes umgesetzt wird und wir bedarfsgerechte Angebote für Familien anbieten. Fachpolitisch nehmen wir Einfluss, aber da komme ich gleich noch drauf. Wir ziehen klare Positionen für Kinder und Familien, beispielsweise wenn es um den Ausbau um 3 geht, und stoßen kontroverse Diskussionen an, wie jetzt die Debatte um ein sogenanntes Bundesqualitätsgesetz. Aber da gehe ich gleich etwas näher drauf ein. Ich möchte jetzt mal eingehen auf ein paar inhaltliche Schwerpunkte, und zwar am Beispiel unseres Qualitätsmanagementsystems KTK Gütesiegel. Das ist ein Qualitätsmanagementsystem, so wie es viele Trägerorganisationen
für ihre angeschlossenen Kindertageseinrichtungen haben. Bei uns ist das das KTKB-Siegel, das der internationalen Norm in ISO entspricht. Also das ist ein Qualitätsmanagementsystem, das international anerkannt ist und mit dem Kindertageseinrichtungen quasi die Möglichkeit haben, ihre Arbeit auf der Grundlage einer internationalen Norm zertifizieren zu können. Warum tun wir das? Also ich werde jetzt gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen. Möchte ich das vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Stellen Sie sich vor, Fritz, 2,5 Jahre, in der Kindertageseinrichtung und die Kindertageseinrichtung hat für sich den Anspruch, dass sie die Ziele, die sie sich setzt, auch umsetzt. Und ein Ziel beispielsweise dieser Kita ist, bei uns fühlen sich alle Kinder wohl. Jetzt kommt dieser Fritz, ne, habe ich gesagt, mit 2,5 Jahren in die Kita und hat von Anfang an in den ersten Wochen nichts anderes auf dem Mund, hier rumzuschreien und die diffizilsten Ausbruchversuche aus dieser Kita zu vollziehen. Das heißt, anders ausgedrückt, der fühlt sich in dieser Kindertageseinrichtung nicht wohl. Die Kita hat aber versprochen, bei uns fühlt sich jedes Kind wohl. Jetzt hat so eine Kindertageseinrichtung bzw. das Team zwei Möglichkeiten, auf so jemanden wie Fritz 2,5 Jahre zu reagieren. Die eine Möglichkeit wäre, man ruft das Team zusammen, überlegt, was mit dem Fritz los ist und kommt beispielsweise zu der Meinung, ich möchte nicht ausschließen, dass es das heute noch gibt, trotz KTK-Gütesiegel. Okay, die Mutter von Fritz ist noch zu Hause, die arbeitet nicht, der Vater verdient gut, die Mutter muss nicht arbeiten gehen, also solche Familienbilder gibt es ja noch, aber nicht nur bei uns. Lass uns mal mit den Eltern sprechen, der Fritz ist noch nicht reif für die Kinder. Also man schiebt das Problem quasi auf die Eltern. In der Tageseinrichtung, die das tut, arbeitet nicht nach unserem Qualitätsmanagementsystem KTK-Gütesiegel, weil sie hat nicht den Anspruch, ihr Ziel, bei uns fühlen sich alle Kinder wohl, zu erreichen und umzusetzen. Die Kita mit Qualitätsmanagement würde, hoffe ich jedenfalls, wenn sie nach dem KTK-Gütesiegel arbeitet, da anders reagieren. Da setzt man sich im Team zusammen und stellt fest, der Fritz fühlt sich bei uns nicht wohl. Jetzt kommt man aber nicht zu der Erkenntnis, der ist noch nicht reif für den Kindergarten, sondern man kommt zu der Erkenntnis, der Kindergarten ist noch nicht fit genug für Fritz. Und setzt jetzt alles dran, was es an Verbesserungspotenzial umzusetzen gibt, damit Fritz sich auch in diesem Kindergarten wohlfühlt und nicht mehr abhauen will. Also das ist im Grunde genommen der Sinn und Zweck, übertragen auf die unterschiedlichsten Aufgaben einer Kita, wenn es darum geht, ein Qualitätsmanagementsystem einzubringen. Also Ziel dabei, die eigenen Ziele tatsächlich umzusetzen und die Leistung, die man verspricht, auch verlässlich und verbindlich einhalten zu können. Und in diesem KTK-Gütesiegel haben wir zusammengefasst, was uns vor allem an inhaltlichen Schwerpunkten aus der Perspektive unseres Trägerverbandes für die Arbeit in katholischen Kindertageseinrichtungen am wichtigsten ist. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne mal kurz vorstellen. Also wir gehen davon aus, das ist unsere Devise, dass das Angebot unserer über 8.000 bei uns organisierten, bei uns sind nicht alle von den 9.300 organisiert, dass das Angebot unserer 8.000 katholischen Kindertageseinrichtungen bildungsstark ist, familienfreundlich und vernetzt. Versucht das mal herunterzubrechen. Heruntergebrochen lässt sich das in einem vierfachen Mandat oder in einem vierfachen Auftrag widerspiegeln. Auf der einen Seite ist es die Aufgabe aus unserer Perspektive, dass katholische Kindertageseinrichtungen Vertrauen in das Leben geben. Jetzt sind wir katholisch und ein ganz wesentlicher Faktor ist für uns, naturgemäß jetzt, natürlich auch die Religion. Also für uns ist es wichtig, dass in katholischen Kindertageseinrichtungen religiöse Bildung stattfindet, die Kindern ausreichend Vertrauen, Zuversicht, in Kindern ausreichend Vertrauen und Zuversicht weckt, Sinn gibt. Eine weitere Aufgabe besteht darin, Talente eines jeden Kindes zu unterstützen. Das heißt, alles das, was im KTK-Gütesiegel an Anforderungen formuliert wird, konzentriert sich darauf, dass man in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern nicht an den Defiziten ansetzt und so etwas wie einen Förderwahnsinn entwickelt, ich komme gleich noch näher drauf, sondern in jedem Kind auch Kompetenzen entdeckt, sprich Talente, die es zu unterstützen gibt. Das heißt, anders ausgedrückt, wir gehen in katholischen Kindertageseinrichtungen, das ist zumindest unser Trägeranspruch davon aus, dass jedes Kind eigene Interessen und Bedürfnisse mitbringt,
die man im pädagogischen Alltag nur unterstützen muss, damit sie sich entsprechend weiterentwickeln. Was das dann in der Konsequenz heißt, werde ich Ihnen gleich noch darstellen. Eine weitere Aufgabe katholischer Kindertageseinrichtungen, und das wollen wir mit diesem Angebot auch stärken, ist es, Eltern nicht nur in ihrer Arbeit, in ihren Aufgaben zu ergänzen, sondern Eltern zu entlasten. Und wir verstehen die Arbeit katholischer Kindertageseinrichtungen als Dienstleistung, die bereichernde Angebote für Familien zur Verfügung stellt. Was das heißt, will ich gleich auch noch näher ausführen. Und gleichzeitig ist eine Aufgabe darin, Solidarität zu stiften. Das heißt, katholische Kitas können nicht alles erfüllen. Alleine von ihren Angebotsstrukturen her, auch aus ökonomischer Sicht, ist das unmöglich, auf den differenzierten Bedarf von Familien einzugehen. Also müssen wir uns vernetzen, Solidarität zu anderen Angeboten fördern, damit wirklich alle Bedarfslagen von Familien auch entsprechend erfüllt werden können. Diese Aufgaben können unserer Meinung nach, und das ist unsere Perspektive auf katholische Kindertageseinrichtungen, nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn die Angebote und Arbeitsabläufe in unseren Einrichtungen kontinuierlich geprüft werden, weiterentwickelt und dokumentiert. Und das ist ja quasi die Methode, die man bei der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems entsprechend wiederfindet. Was wir damit wollen, ist einmal die Entwicklung unserer Kindertageseinrichtungen befördern, also die Weiterentwicklung, entsprechend der aktuellen Anforderungen, die wir auch gesellschaftlich oder gesellschaftspolitisch haben. Katholische Kitas als katholische Institutionen profilieren, die müssen irgendwie anders sein als die Angebote anderer Träger, weil ansonsten braucht es das nicht. Die Förderung von Wettbewerbsteilen, wir glauben, wenn unsere katholischen Kitas quasi auf der Grundlage des KTK-Gütesiegels sich haben zertifizieren lassen, dann bekommen sie eine Urkunde, hängen die aus und haben Wettbewerbsvorteile. Ja, ob das so richtig funktioniert, weiß ich nicht, aber das haben wir irgendwann festgesetzt. Und wir wollen damit quasi ein Gütesiegel vergeben als Nachweis dafür, dass christliche und fachliche Ansprüche in unseren Kindertageseinrichtungen verlässlich umgesetzt bzw. erfüllt werden. Und dementsprechend, und das ist beispielsweise bei dem Qualitätsmanagementsystem der evangelischen Kirche, der Diakonie, ähnlich aufgebaut, haben wir in 9 Qualitätsbereichen alle Aufgaben und Ziele einer Kindertageseinrichtung zusammengefasst, von denen wir glauben, dass die erforderlich sind, um eine gute Kita-Arbeit auch zu gewährleisten. Und dementsprechend hat unser KTK-Gütesiegel 9 Qualitätsbereiche, angefangen bei den Kindern. Hier werden Qualitätsanforderungen bzw. Versprechen gegeben, auf die sich Kinder und Eltern verlassen können müssen, wenn es darum geht, wie wir den pädagogischen Alltag gestalten. Ein Qualitätsbereich ist der Qualitätsbereich Eltern, der sich dadurch kennzeichnet, dass wir sagen, dass Eltern die Kunden katholischer Kindertageseinrichtungen sind. Und das ist natürlich ein anderes Verständnis, wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch war, wo wir da von Adressaten oder Zielgruppen sprachen. Also Eltern als Kunden von Kindertageseinrichtungen heißt auch, und das haben wir in diesem KTK-Gütesiegel entsprechend beschrieben, dass katholische Kitas sich als Dienstleistungsunternehmen definieren, die Familien bereichernde Angebote bereitstellen und in denen Eltern vor allem nicht nur für sich und ihre Kinder ein Angebot in Anspruch nehmen, sondern dieses Angebot auch mitgestalten. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Prinzip. Dann gibt es einen Qualitätsbereich Kirchengemeinde, in dem wird quasi alles das geregelt, was auf der Ebene der Kirchengemeinde in Beziehung zum Kindergarten zu regeln ist. Also die Kooperationsbezüge zu anderen Angeboten der Gemeinden sind dort geregelt. Sozialraum, bei diesem Qualitätsbereich geht es darum, das Verhältnis der Kindertageseinrichtung zu seinem unmittelbaren Umfeld auch zu regeln. Also beispielsweise die Vernetzung mit anderen Angeboten. Wir stehen häufig zum Beispiel vor der Situation, dass wir Familien haben, die einen Betreuungsbedarf nachweisen, der zum Beispiel in den Abend hineingeht. Das können die meisten unserer Kindertageseinrichtungen nicht leisten. Also wir kriegen das wirtschaftlich auch nicht hin, weil wir dazu auch Fachkräfte brauchen. Und die Vernetzung in den Sozialraum hinein würde beispielsweise bedeuten, und das wird in diesem Qualitätsbereich auch entsprechend beschrieben, dass es keine katholische Kita gibt, die nicht mit einem Angebot der Kindertagespflege kooperiert. Also mit Tagesmüttern oder Tagesvätern, die quasi in diesen Randzeiten, in denen wir selbst kein Angebot bereithalten können, entsprechende Angebote oder Bedarfe abdecken.
Oder wir stehen heute sehr stark vor der Herausforderung, angemessen auf die Armut von Kindern zu reagieren, auf die finanziellen Nöte von Familien. Diese Vernetzung in den Sozialraum bedeutet hier beispielsweise, dass wir Angebote der Schuldnerberatung in die Kita hineinholen oder quasi Familien an Schuldnerberatungsstellen vermitteln. Also um hier nur einige Beispiele zu nennen. Also das ist, was gemeint ist, wenn es darum geht, katholische Kitas arbeiten sozialorientiert. Und das wird in diesem Qualitätsmanagement-System entsprechend geregelt. Und so geht es gerade weiter. Glaube ist ein Qualitätsbereich Träger und Leitung. Hier geht es primär um Führungsfragen. Personal, da geht es primär um Personalentwicklungsfragen. Mittel, da geht es um Geld. Und bei dem Qualitätsbereich Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung wird festgelegt, wie man denn die Arbeit ständig auch reflektiert und entsprechende Konsequenzen zieht. Was vielleicht auch das für uns jedenfalls einschneidende oder gute an diesem Kategorie-Gütesiegel ist, wir haben in jedem Qualitätsbereich Kinder, Eltern und so weiter und so fort eine sogenannte Präambel vorangestellt. Das heißt, wir stellen fest, wie ist die Situation von Kindern heute, um das an diesem Qualitätsbereich zu machen, und merken hier, dass Kinder zunehmend stärker von Erwartungen begleitet werden, die so eher schulische Ansprüche erfüllen sollen. Also Kindertageseinrichtungen sollen möglichst gut schulpädagogisch ähnlich aufgebaut auf die Schule vorbereiten. Das ist eine Situation, mit der viele unserer Fachkräfte in den Kitas konfrontiert werden. Also Erwachsenenansprüche, die sich quasi auf den Alltag von Kindern übertragen sollen. Dann gehen wir hin und sagen, okay, wie bewerten wir das? Wir bewerten das negativ, weil wir sagen, jedes Kind hat eigene Interessen, ein eigenes Lerntempo, eigene Lernprinzipien. Das entspricht nicht den schulischen Erwartungen, die an das Kind gestellt werden. Also wir gehen hier davon aus, dass Kitas wie Schule sind, da lernt man was, nur anders. Und dass wir von daher auf diese gesellschaftlichen Erwartungen, die an Kinder herangetragen werden, anders reagieren müssen. Und das wird dann wird so gehandelt, wie das oftmals Eltern dann auch von unseren Kitas erwarten. Und dann wird jeder Qualitätsbereich in Anforderungen formuliert, die dann heruntergebrochen werden in Praxisindikatoren. Und wenn Sie jetzt ein Zertifikat wollen, dann müssen Sie auch entsprechende Nachweismöglichkeiten zeigen. Ein Beispiel, Qualitätsbereich Kinder, Qualitätsanforderung 4. In katholischen Kindertageseinrichtungen bestimmen die Rechte der Kinder das pädagogische und das politische Handeln. Und das wird jetzt heruntergebrochen in sogenannten Praxisindikatoren. In katholischen Kitas stehen die Interessen, Bedürfnisse und Wünsche der Kinder im Vordergrund und prägen den Alltag. Also es passiert nichts, was nicht im Interesse der Kinder ist. Wer wirken Kinder an der Gestaltung der Räume mit? Also wenn sich so eine katholische Kita jetzt zu diesem Praxisindikator oder überhaupt zertifizieren lassen will und ich komme als jemand, der diese Arbeit bewertet, dann stellt man, glaube ich, als Auditor, das sind die Leute, die das bewerten, dann sehr schnell fest, ob in dieser Kindertageseinrichtung die Fenster von den Erzieherinnen bemalt worden sind oder ob Kinder selbst kreativ an dieser Gestaltung mitgewirkt haben. Engagieren sich Kinder in sozialen Projekten für Benachteiligte? Hier müssen sie, wenn sie das nachweisen wollen, eine Liste haben der Projekte, wo dieses Engagement stattgefunden haben, werden Regeln für den Umgang untereinander gemeinsam mit den Kindern entwickelt. Also durch solche Praxisindikatoren versuchen wir diesen Anspruch, bestimmen die Rechte des Kindes im pädagogischen Alltag entsprechend umzusetzen. Ja. Jetzt möchte ich noch eingehen auf so ein paar fachpolitische Themen. Und habe mir hier so als Eingangsillustration diese Hör-zu-Werbung, die vor zwei, drei Jahren, glaube ich, mal erschienen ist, herangezogen. Irgendwann nimmt man nicht mehr irgendwas, tausche Porsche gegen Kita-Platz in Hamburg-Mitte. Und damit wird auch deutlich, machen Sie keine Kompromisse, auch nicht am Kiosk, also Hör-zu-Werbung. Also wenn so ein Magazin wie Hör-zu sich zu einer solchen Werbung verleiten lässt und quasi eine Image-Kampagne startet, wo Kitas eine Rolle spielen, dann heißt es für uns auch, dass in den zurückliegenden Jahren, glaube ich, Kindertageseinrichtungen gesellschaftlich zunehmend an Bedeutung gewonnen. Also ansonsten käme ein solches Magazin, glaube ich, nicht auf so eine Idee. Vielleicht ein paar Vorabinformationen dazu.
Also ich habe schon darauf hingewiesen, dass es unsere Aufgabe als KTK-Bundesverband, als Fachverband der Caritas ist, die Interessen unserer Mitgliedseinrichtungen, also sprich der pädagogischen Fachkräfte und der Träger, zu vertreten und das innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz der Kirche. Ich möchte vielleicht da ein Beispiel machen, was für uns als wird aufgenommen, ist nachvollziehbar. Okay, trotzdem. Was für uns beispielsweise ein ganz zentrales Thema in den zurückliegenden Jahren war, ist die Tatsache, dass wir in einzelnen Städten, wie beispielsweise im Ruhrgebiet vor allem, katholische Kitas haben, die besucht werden mit einem Anteil von über 70% muslimischer Kinder. Wir haben aber in der katholischen Kirche eine Grundordnung, die besagt, dass wenn Sie in einem katholischen Kindergarten arbeiten wollen, Sie möglichst katholisch sein sollten. Wenn es geht, aber nicht katholisch, also wenn das nicht hinhaut, dann zumindest einer christlichen Religionsgemeinschaft angehören soll. Jetzt haben wir parallel dazu Probleme, ausreichend katholische Erzieherinnen zu finden. Also die Zahlen gehen zurück. Und also stehen sowieso schon vor der Frage, wie gelingt es uns, ausreichend Fachkräftequalifizierte in unseren Kindertageseinrichtungen zu beschäftigen. Das ist das eine. Und das zweite, wir haben auch den Grundsatz als katholische Träger, dass das Recht des Kindes auf Religion, auch auf seine Religion, im Vordergrund steht. Und jetzt stehen wir vor dem Problem, eine katholische Erzieherin, oder manchmal auch eine evangelische, wie soll die einem muslimischen Kind angemessen ihre Religion, also sprich den Islam, beibringen? Und wie gelingt es uns irgendwo gegenüber muslimischen Familien Vertrauen aufzubauen, wenn wir deren Kultur in der Weise gar nicht kennen, wie es eigentlich erforderlich ist? Also haben wir bei der Deutschen Bischofskonferenz eingefordert, wir müssen darüber diskutieren, ob es nicht künftig auch möglich ist, muslimische Erzieherinnen in unseren Einrichtungen anzustellen. Also nicht nur Fachkräftemangel, sondern vor allem auch, um den muslimischen Kindern in unseren Kindertageseinrichtungen entsprechend Rechnung zu tragen. Weil ein Prinzip gilt bei uns unumstößlich, und da sind auch alle Bischöfe von überzeugt. Im katholischen Kindergarten ist jedes Kind willkommen, unabhängig von seiner familiären oder religiösen Die Deutsche Bischofskonferenz hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Ob das allein auf unsere Initiative passiert ist, weiß ich nicht. Und hat sich jetzt mit dieser Frage beschäftigt. Und ab sofort, das heißt seit Juli, ist im Bischofswort Nummer 78 geregelt, dass wir auch unter bestimmten Umständen muslimische Erzieherinnen einstellen können. Und wenn man diese Umstände so liest, dann gibt es keine katholische Kita, die das jetzt nicht tun. Also das heißt, dass wenn es beispielsweise darum geht, die Interessen der katholischen Träger und pädagogischen Fachkräfte gegenüber der Deutschen Bischofskonferenz zu vertreten. Wir tun das gegenüber dem Deutschen Caritasverband, aber insbesondere auch auf der Bundesebene in verschiedenen Bundesministerien. Und ein Ministerium ist hier, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, das tun aber andere Trägerorganisationen auch, das Bundesfamilienministerium. Also, eine Frage. Ja, natürlich, ich habe Frage. Und zwar, reden wir von der Bischofskonferenz. Ich habe jetzt gar keine Vorstellung davon gehabt, weil ich weiß gar nicht, was das ist. Wir sitzen da dann ein paar zusammen. Also, ich habe gar keine Vorstellung davon. Also, eine Bischofskonferenz? Ja. Okay. Nee, gibt's ja. Ja. Plurale Gesellschaft, von manchen Dingen keine Vorstellung. Genau. Alles gut. Dankeschön. Nee, geht nicht. Ich habe auch von manchen Dingen keine Vorstellung. Okay, aber dass die Frage kommt, hätte ich mir gar nicht vorstellen. Gar nicht vorstellen. Also, wir haben, also Deutschland gliedert sich von der Kirchenstruktur her. Ja? Ja. Also, ich mache es einfacher. Wir haben 16 Bundesländer. Das ist so die bundespolitische Struktur. Also die kennen Sie, oder? Baden-Württemberg, wir sind hier in Niedersachsen. Und ungefähr, ja, nicht nach dem gleichen Prinzip, aber nach so einem ähnlichen Muster, teilt sich die katholische Kirche jetzt nicht in 16 Bundesländern in Deutschland auf, sondern in 27 Diözesen. Hören Sie zu. Ja, ich glaube, da wer sitzt in so. Ja, Moment, genau. Und jede dieser 27 Diözesen hat einen Bischof. Also ich weiß nicht, vielleicht haben Sie schon mal Kardinal Meissner gehört oder so.
da aus Köln. Der ist da jetzt aber nicht mehr, jetzt ist bei Kardinal Wölfli. Jetzt haben sie da aber dafür in Berlin keinen mehr. Also, jeder Diözese, jedes Bistum, das ist der andere Begriff dafür, steht ein Bischof vor. Ja? Und jeder dieser Bischöfe hat sogenannte Assistenten, das sind die Weihbischöfe. Bis zu 2 oder maximal 3. Und alle Weihbischöfe, also mal 27 plus 27 Diözesanleitungen, das sind die Bischöfe, versammeln sich in der Deutschen Bischofsrat. Und die entscheidet über entscheidende kirchenpolitische Fragen in Deutschland. Ich habe das abgestimmt dann, also Abgestimmt ist gut, also die müssen schon alle zustimmen. Also wenn jetzt so eine Entscheidung wie jetzt das mit der muslimischen Erziehung, ne? Das ist dokumentiert im Bischofswort. Also da gibt es jetzt mittlerweile über 80, ja, solche Bischofswörter. Das ist eine Broschüre. Und diese Broschüren werden nur ausgegeben, wenn alle 27 Bischöfe bzw. die Deutsche Bischofskonferenz den einheitlichen Zustimmung. Gibt es irgendwie Zahlen darüber, wie viele muslimische Erzieher oder Erzieherinnen sie in ihren Kitas jetzt schon haben? Oder ist das jetzt ganz aktuell erst so entschieden worden? Also es gab grundsätzlich erstmal die Situation, dass es das nicht gibt. Ne? Mhm. So, das ist jetzt im Juli verabschiedet worden und von daher kann ich Ihnen da jetzt keine Zahlen sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass hier die Diözese Osnabrück mit Bischof Bode das, obwohl es eigentlich gar nicht zulässig war, schon immer gemacht hat. Also wir haben hier in Osnabrück einen Bischof sitzen, der sehr eloquent ist, meines Erachtens richtig klasse und manchmal ging es einfach voran. Also gemacht wurde das schon, ja, aber wir haben darüber keine Zahlen. Weitere Nachfrage? Ja, also ich weiß, ob es jetzt zu weit geht, wenn es zu weit geht, können Sie es auch gerne sagen, aber wie stellt sich das denn vor, dass zum Beispiel, wenn jetzt in der Kita 50% muslimische Kinder sind und 50% katholische oder evangelische Kinder, wird dann irgendwie an einem bestimmten Zeitpunkt am Gruppe getrennt, sodass dann zum Beispiel die muslimischen Mitarbeiterinnen sich jetzt auf die muslimischen Kinder konzentrieren? Also ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, wie da die Werte so jeweils vermittelt werden. Also ich stelle mir das einfach für die Erzieherin auch sehr schwer machbar vor. Also ob es da einheitliche Konzepte gibt, weiß ich nicht. Aber ich sage mal so, wie wir uns das vorstellen würden, dass es optimalerweise passiert, trennt man die Gruppen nicht. Okay. Sondern ein Ziel ist es ja auch, dass man in unseren Kindertageseinrichtungen auch andere Kulturen und andere Religionen kennenlernt. Und in dem Moment, wo das ein gesamtes Angebot für interessierte Kinder gibt, also zwingen werden wir sie nie dazu, jetzt beispielsweise über muslimische Feiertage etwas in Erfahrung zu bringen, dann ist es sinnvoll, das macht die muslimische Erzieherin dann aber für alle Kinder. Und wenn es da aber spezielle weiterführende Fragen gibt, die jetzt speziell ein Kind mit muslimischem Hintergrund hat, dann kriegt sie sich das Kind auch raus und bespricht das mit dem selbst. Ja. Ist das nicht auch vergleichbar damit, wenn man jetzt zum Beispiel so einen hohen Anteil an Kindern, an Religionen in seiner Einrichtung hat, dass man macht halt anstatt einer traditionellen christlichen Weihnachtsfeier so eine Art Winterfeier daraus, sodass halt alle irgendwie beteiligt werden können und kann halt irgendwie schon sagen, hier so und so läuft das hier bei uns ab, aber versucht dann vielleicht auch noch ins Angebot mit einzubinden oder das vielleicht auch durch die Kinder vorstellen zu lassen, so feiern sie in Russland und so feiern die da und da und also ich weiß nicht so, dass also jetzt alle das so haben. Da muss man ja tatsächlich nicht alles nehmen. Weihnachten. Okay, ich habe eine Frage. Also so das Thema ist jetzt beispielsweise, also das, was Sie mit einem Winterfest assoziieren, ne? Also so feiert man in Russland, so feiert man in Portugal oder was weiß ich wo, das ist sicherlich für die Kinder auch interessant und wird vielleicht auch gemacht. Aber wir werden jetzt aus unserer Perspektive als Träger katholische Kindertageseinrichtung nicht darauf verzichten, das Weihnachtsfest beispielsweise, alles das, was damit zusammenhängt, zu thematisieren. Also das ist unser ureigenes Profil. Und das versuchen wir natürlich, ja, ansonsten bräuchten es schon. Also bräuchten es schon, aber wir legen halt da nochmal einen speziellen Schwerpunkt. Nicht mit dem Ziel, jetzt sagen wir mal, das muslimische Kind oder seine Familie so weit zu bringen, dass sie dann katholisch werden. Nein.
Das ist einfach das, was uns an Werten, an Feiern oder an Festen trägt. Und das gehört zu unserem Profil und das ist unumstößlich. Darüber werden aber auch alle Familien, die ihre Kinder zu uns bringen, entsprechend informiert. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht auf der anderen Seite auch mit Festen auseinandersetzt, mit katholischen Kitas, die jetzt muslimische Kinder feiern oder für zu Hause sind. Okay? Ist das klar jetzt für die Bischofskonferenz? Ja. Das ist einfach nur keine Vorstellung. Ja. Okay. Ich führe das jetzt noch ein bisschen aus. Also, Themen, die uns auf den Nägeln brennen, vor allem fachpolitisch. Wir haben 2012 100 Jahre Jubiläum, also 100-jähriges Jubiläum gehabt. Und da haben wir diese Broschüre Zeitungsraum für Kinder, das sogenannte Kölner Memorandum herausgegeben. Und das ist für uns so eine verbandliche Programmatik für die Zukunft. Und da ist ein Kapitel überschrieben mit: Jedes Kind ist einzigartig und hat ein Recht auf eine ganzheitliche Bildung, Erziehung und Betreuung. Das heißt, nicht ausgedrückt, wir sind fest davon überzeugt, dass das Kind eine unantastbare Würde hat und dass diese unantastbare Würde im Mittelpunkt der Arbeit katholischer Kitas steht und dass diese Würde das Recht des Kindes auf eine angemessene Bildung, Erziehung und Betreuung unterstreicht. Angemessene Erziehung, Bildung und Betreuung bedeutet für uns auch, dass in katholischen Kindertageseinrichtungen so etwas wie ein pädagogisches Taktgefühl den pädagogischen Alltag trägt. Das heißt, ein pädagogisches Taktgefühl, das sich dadurch kennzeichnet, dass es ein ausgewogenes Verhältnis Kindern gegenüber von Nähe und Distanz gibt und damit auch Respekt vor der Würde des Kindes. Jetzt könnte man sagen, so weit, so gut. Wir haben das als Programmatik in unser Kölner Memorandum verankert. Daraus ergibt sich für uns, dass Kinder in katholischen Kitas ein Recht auf eine ganzheitliche Bildung haben. Also ganzheitliche Bildung heißt in dem Zusammenhang, dass im pädagogischen Alltag deren psychische, physische, emotionale, kognitive, soziale Kompetenzen gefördert werden. Und das geht unserer Meinung nach nicht in einem pädagogischen Alltag, der stark schulorientiert ist und den wesentlichen Schwerpunkt auf die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten legt. Um das mal an einem Beispiel zu illustrieren. Oder den pädagogischen Alltag in einer Kindertageseinrichtung in sogenannte Stundenpläne verwandeln. Also von 11 bis 12 machen wir Mathematik, von 10 bis 11 ist Sprachförderung dran. Also das entspricht nicht unserem Profil und auch nicht den Interessen, meinen wir, von Kindern. Also wenn wir beispielsweise die Situation haben, dass draußen im Außengelände 3-4 Kinder versammelt an einer Pfütze mit einer Lupe Wasserflöhe beobachten, dann ist es auf der Grundlage dieses Prinzip, das Recht des Kindes steht im Vordergrund, eigentlich notwendig, dass man diesen Prozess, den die Kinder an der Wasserpfütze vollziehen, nicht unterbricht. Also auch nicht, wenn der Stuhlkreis drin ansteht und eigentlich etwas anderes auf dem Programm geplant wäre, sondern dass man Kindern Zeit lässt, sich diesen Erkenntnisprozess, den sie da machen, auch tatsächlich hingeben zu können. Und dieses ganzheitliche Verständnis von Bildung in unseren Einrichtungen zielt in dem Moment darauf oder meint, dass in dem Moment, wo diese 4 Kinder an der Wasserpfütze gemeinsam Flöhe beobachten, sehr viel an Sprachkompetenz gefördert wird, weil sie unterhalten sich miteinander. Soziale Kompetenzen gefördert werden, der Wissensdurst von Kindern gestärkt wird und so weiter und so fort. Und dass sie durch ihre Fragen und Antworten, die sie untereinander geben, ausreichend lernen. Zu dem Thema Wasserflöhe. Jetzt merken wir aber, dass spätestens seit PISA, und deswegen haben wir das in unser Programm aufgenommen, also seit dieser umfassenden Kritik an der Bildungsarbeit von Kindertageseinrichtungen plötzlich, zum Teil auch aus marktwirtschaftlichen Interessen, ein Förderprogramm nach dem anderen auf dem Markt erscheint. Also das beste Beispiel dafür sind die ganz unterschiedlichen Sprachförderprogramme, die wir in Deutschland haben, oder auch die naturwissenschaftlichen Programme oder auch mathematische Förderprogramme. Ein Beispiel ist Zahlenland, was irgendwo an der PH in Freiburg mal entwickelt worden ist. Und diese Förderprogramme verführen jetzt dazu, dass in die Kitas übernommen werden. Und dass es beispielsweise in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr das Zahlenland gibt, wo es ausschließlich um Mathematik geht oder am Nachmittag dann Kinder isoliert werden, die einen besonderen Sprachförderbedarf haben.
Unserer Meinung nach lässt sich natürlich Eltern gegenüber irgendwo schneller und leichter nachweisen, dass da gebildet und gefördert wird, wenn man nachweisen kann, dass man solche Programme anwendet. Aber unserer Überzeugung nach entspricht das nicht den Voraussetzungen des kindlichen Lernens. Also Kinder wegen Sprachförderungsgeschichten zu isolieren, aus dem Alltag heraus, das ist unseres Erachtens Ausdruck von zu wenig Respekt, sondern Sprachbildung muss im Alltag, im pädagogischen Alltag sich vollziehen. Das heißt, indem man gemeinsam mit den Kindern Geschichten anschaut, Bilderbücher, Geschichten vorliest, Kinderkonferenzen durchführt, Kinder ermuntert, quasi in diesen Kinderkonferenzen auch ihre Meinung zu sagen. Und wenn das in ausgewiesener Weise wirklich richtig gut gemacht wird, dann brauchen wir keine isolierten Programme, in der einseitige Fähigkeiten quasi isolierte Fähigkeiten gefördert werden. Und da sehen wir im Moment eine der größten Herausforderungen. Weil da gilt es tatsächlich auch, gegen diese auf dem Markt quasi angekommenen Förderprogramme anzugehen, die zum Teil tatsächlich dazu führen, dass der Alltag in der Kindertageseinrichtung immer stärker schulplanmäßig wird. Das zweite, Religion gehört zur Lebenswelt der Kinder, das überspringe ich jetzt mal. Da habe ich vorhin schon, ja, vielleicht noch einige Aspekte doch dazu. Also vermissen, dass in den Bildungsplänen beispielsweise der Bundesländer für Kindertageseinrichtungen dieser Aspekt zu kurz kommt. Wir sind auf der anderen Seite aber davon überzeugt, dass, und deswegen ist das auch in unseren Kitas ein Schwerpunkt, eine plurale Gesellschaft nur dann funktioniert, wenn ich selbst auch irgendwo als Kind eine religiöse Identität habe. Das heißt, gestärkt quasi auch anderen Religionen und Kulturen begegnen kann. Und das Recht des Kindes auf Religion heißt für uns auch, dass quasi Kinder ein Recht darauf haben, sich mit Religion auseinanderzusetzen, weil das zu einem umfassenden Bildungsverständnis gehört. Also ein umfassendes Bildungsverständnis in unserem Sinne greift alle Themen auf, die das Kind interessiert, greift alle Themen auf, mit denen das Kind Erfahrungen macht. Und da jetzt zum Beispiel das Thema Religion außen vor zu lassen, wäre deswegen nicht zulässig, weil Kinder mit religiösen Bauten, mit religiösen Ritualen, mit religiösen Figuren, also Menschen, konfrontiert werden. Also deswegen haben wir das quasi hier in unserer Programmatik, aus unserer Trägerperspektive aufgenommen. Ein weiterer Schwerpunkt der nächsten Jahre wird der sein, dafür einzutreten, dass wirklich alle Kinder in Kindertageseinrichtungen einen Platz finden, und zwar ungeachtet ihrer Herkunft oder ihres physischen und psychischen, ihrer Voraussetzungen dementsprechend. Das heißt, anders ausgedrückt, in unseren Kitas ist jedes Kind willkommen. Egal, ob es katholisch, muslimisch, keine Religion hat, ob es behindert ist, aus armen Verhältnissen kommt oder wie auch immer. Aber das setzt für uns natürlich voraus, dass wir da auch entsprechend darauf reagieren müssen. Das heißt, anders ausgedrückt, wir stellen fest, und das ist unser Programm, dass in den Bildungsplänen der Bundesländer die besonderen Lebenssituationen von Kindern zu wenig berücksichtigt sind. Also diese Bildungspläne konzentrieren sich in erster Linie auf die Gestaltung des pädagogischen Alltags. Sie greifen aber, vielleicht mit Ausnahme des Berliner Bildungsprogramms, zu wenig Situationen auf, in denen Kinder leben. Also wie von Armut betroffen sein, behindert sein, Migrationshintergrund haben und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz wesentlicher Schwerpunkt, für den wir uns einsetzen, dass das entsprechend in den Bildungsplänen künftig berücksichtigt wird. Jedem die Möglichkeit zu bieten, in einer Kindertageseinrichtung einen Platz zu haben, entsprechend seiner Interessen und Bedürfnisse, heißt für uns auch, dass der Ausbau des Angebots für Kinder unter 3 weiter vorangetrieben werden muss. Dafür werden wir uns entsprechend einsetzen. Und es heißt auch für uns, damit jedes Kind diesen Platz nutzen kann, dass wir sogenannte Zugangsbarrieren beseitigen. Also wir treten als Bundesverband dafür ein, dass die Kindertagesbetreuung in Deutschland beitragsfrei wird. Also unserer Meinung nach ist es nicht zu vertreten, dass man für die Schule nichts bezahlt, aber für einen Kindergarten bezahlen muss, wo man doch mittlerweile erkannt hat, dass der Kindergarten, was die Bildungsbiografie von Kindern angeht, mindestens genauso wichtig ist wie die Schule, wenn nicht noch wichtiger. Ein weiterer Schwerpunkt, den wir in dem Zusammenhang als Programmatik haben, katholische Kindertageseinrichtungen sind Orte der Familien. Das heißt, wir sind kein Angebot für Familien, sondern wir sind Angebote der Familien.
Der Schwerpunkt hier liegt darauf, so wie vorhin aber auch schon erwähnt, dass quasi die Arbeit von Kindertageseinrichtungen ganz entscheidend mitbestimmt wird von den Familien. Und last but least, jetzt weiß ich nicht, wie ich in der Zeit bin, und das ist unser fachpolitisches Engagement, und damit würde ich darauf noch ein paar Anmerkungen schließen. Wir brauchen in Deutschland ein Bundesqualitätsgesetz. Und dafür setzen wir uns im Moment ein. Ich habe dazu noch ein paar Folien, die das nochmal verdeutlichen, warum das zwingend erforderlich ist. Also, wenn Sie sich diese Tabelle hier anschauen, das ist von der Bertelsmann-Stiftung. Da sind das die Personalschlüssel in Kindertageseinrichtungen, so wie sich das gegenwärtig darstellt. Ich habe da vorhin auch schon darüber gesprochen. Und zwar Kinder ab 3 Jahren. Das reicht, also der empfohlene Personalschlüssel, den auch wir quasi unterstützen, eine Fachkraft, maximal 7,5 bzw. 8 Kinder. In Deutschland stellt sich das so dar, das habe ich vorhin schon gesagt, dass in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise auf eine Erzieherin 19,9 Kinder kommt. Und wenn Sie sich das anschauen, dann überträgt sich das auf die Altersgruppe der unter 3-Jährigen in gleicher Weise, nur nicht ganz so dramatisch von den Zahlen her. Das heißt, anders ausgedrückt, hier empfehlen wir bei der Altersgruppe der unter 3-Jährigen einen Personalschlüssel von 1:3. Das reicht aber, und das ist das beste Ergebnis in Bremen von 4,3 bis hin in Sachsen-Anhalt 8,9. Und so sind die Voraussetzungen in den einzelnen Bundesländern ganz, ganz unterschiedlich geregelt. Und deswegen brauchen wir meines Erachtens die Entwicklung, dass wir von der Länderzuständigkeit in diesem Bereich übergehen zu einer Verantwortung des Bundes. Also wir wollen als Bundesverband für ein Bundesqualitätsgesetz uns einsetzen, um diesen Flickenteppich der unterschiedlichsten Rahmenbedingungen in Deutschland beiseite zu schieben. Und da sind wir jetzt im Moment dran. Also ich habe vorhin noch, bevor das hier losging, weil ich das hätte gestern schon erledigen müssen, eine Stellungnahme für kommenden Montag in den Deutschen Bundestag geschickt, weil am Montag zur Frage eines Bundesqualitätsgesetzes eine Anhörung im Bundestag stattfindet. Also das heißt, wir sind nah dran. Wir wollen geregelt haben, die Erzieherin-Kind-Relation bundesweit verbindlich, so wie hier dargestellt in der Altersgruppe der unter 3-Jährigen 1:3, in der Altersgruppe der über 3-Jährigen 1:8 maximal. Wir wollen mindestens 25% der Arbeitszeit von Erzieherinnen für die Vor- und Nachbereitung. Wir wollen, dass in jedem Bundesland die Freistellung von Kita-Leiterinnen geregelt ist, mit einem Sockelbetrag, der sich oder Sockelumfang, der sich aber dann erhöht, je nach Größe der Einrichtung, nach Anzahl der Kinder, nach Anzahl der Mitarbeiterinnen. Wir wollen, dass in einem solchen Gesetz 10 Fortbildungstage gesetzlich festgeschrieben werden. Fachberatung beispielsweise als Unterstützungsleistung allen pädagogischen Fachkräften zugänglich wird und so weiter und so fort. Das ist im Moment eine Initiative, die ist umstritten. Es gibt 4 Bundesländer, die uns dabei unterstützen wollen. Das ist das Bundesland Hamburg, das ist Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die anderen sind da noch zögerlich. Wir sind auch auf der Ebene der Wohlfahrtsverbände da nicht einer Meinung. Also wir haben zusammen als Deutscher Caritasverband und KTK mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und mit der Arbeiterwohlfahrt eine entsprechende Initiative gestartet. Nicht begeistert davon ist das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche Deutschlands und der Paritätische Wohlfahrtsverband, die sagen, das ist nicht finanzierbar, das ist verfassungsrechtlich nicht möglich. Wir haben das prüfen lassen, es ist finanzierbar. Man müsste im Grunde genommen das, was das kostet, vom Bund finanzieren lassen. Woher das Geld für den Bund kommt, weiß ich auch noch nicht. Aber da gibt es erste Ideen. Also wenn wir alleine diese Personalkosten, diese Personalverbesserung hier schaffen würden, dann hätten wir eine Personalkostensteigerung pro Jahr von 5 Milliarden Euro. Also wir kämen dann bei 9 Milliarden. Jetzt müssen Sie sich aber vorstellen, durch den Ausbau
des Angebots an Kindergartenplätzen oder Kita-Plätzen profitieren am meisten, also neben den Familien natürlich, wo alle jetzt arbeiten gehen können, die Sozialversicherungskassen. Also Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung. Warum sollen diese Kassen an der Finanzierung besserer Rahmenbedingungen beispielsweise nicht auch beteiligen? Oder warum können beispielsweise die Gelder nicht auch von Wirtschaftsverbänden quasi in eine sogenannte Kita-Kasse fließen? Weil die profitieren auch, indem beispielsweise immer mehr Frauen dann auch wieder in der Lage sind, diesen Betrieben zur Verfügung zu stehen. Und so gibt es, glaube ich, kreative Ideen genug, die diese Mehrkosten, die damit verbunden werden, auch finanzieren ließen. Verfassungsrechtlich ist es möglich, auch das haben wir prüfen lassen. Und so gesehen ist das Argument, das scheinbar was dagegen spricht, nicht haltbar. Der Bund ist dann zuständig, wenn es darum geht, in Deutschland sicherzustellen, dass es gleiche Lebensverhältnisse für Menschen gibt. Und die Verfassungsrechtler, die das für uns geprüft haben, sagen, in dem Moment, wo die Rahmenbedingungen in Kindertageseinrichtungen so unterschiedlich sind und nicht in jedem Bundesland gewährleistet ist, dass es eine gleichermaßen hochwertige, qualitative Angebotsstruktur gibt, gibt es auch keine gleichen Lebensverhältnisse. Und das macht es verfassungsrechtlich möglich, quasi, dass der Bund hier mehr Kompetenzen hat. Wir haben uns im Vorfeld der Bundestagswahl dafür eingesetzt, dass das in die Koalitionsverhandlungen kommt. Als dann feststand, wer die Koalition bilden wird, sind wir in die Parteizentralen, haben dafür geworben. 3 Tage bevor der Koalitionsvertrag herausgegeben wurde, stand der Begriff Bundesqualitätsgesetz als Zielmarke dort im Entwurf. Und als er dann tatsächlich vorlag, stand es nicht mehr drin. Dann haben wir das im Politmagazin Der Spiegel kritisiert. Daraufhin hat die Ministerin Schwesig ein Dementi eingereicht, in dem sie gesagt hat, was da drin steht, das ist auch als Bundesqualitätsgesetz gemeint, wenn man es so auslegen kann. Gut. Und das haben wir dann quasi als Initialzündung gesehen, weiter mit dem Thema zu arbeiten. Anders ausgedrückt, wir sind jetzt soweit, dass es am kommenden Donnerstag ein Gespräch der Ministerin mit den Länderministern gibt zu diesem Thema. Also wir haben das zumindest hoffähig gemacht und in dieser Woche noch quasi erlebt und in der darauffolgenden Woche quasi dann die Bundestagsanhörung, an der wir auch entsprechend beteiligt sind. Wir werden sehen, wir sind nah. Wir wollen in diesem Bundesqualitätsgesetz auch regeln das Fachkräfteniveau. Also ich möchte Ihnen das mal in einem Beispiel deutlich machen. Wir haben einen riesen Fachkräftebedarf, also wir sprechen auch von einem sogenannten Fachkräftemangel. Und Baden-Württemberg hat dieses Problem beispielsweise so gelöst, indem man den Fachkräftekatalog aufgeweicht hat. Also Sie können jetzt, wenn Sie Dorfhelferin sind, fragen Sie mich jetzt nicht, was eine Dorfhelferin genau macht. Oder Kinderpflegerin, nee, Kinderpflegerin, das ist noch zu hoch gegriffen, Dorfhelferin oder auch Familienpflegerin oder wie die alle heißen. Können Sie, wenn Sie 25 Fortbildungstage machen, als Erzieherin in einer Kindertageseinrichtung anerkannt werden? Und das ist natürlich eine Übergangslösung, okay. Und wahrscheinlich kommen wir bei dem Fachkräftemangel gar nicht daran vorbei. Aber das kann für uns nur eine kurzfristige Lösung sein. Wir wollen in einem Gesetz festgeschrieben haben, dass das Qualifikationsniveau in jedem Fall auf der Ebene einer soliden Fachschulausbildung angesiedelt werden muss. Und dass gleichzeitig aber das Ausbildungssystem in sich durchlässiger wird. Es gab die Tendenz, oder darüber haben wir diskutiert, ob wir künftig nur noch akademisierte, also sprich Sie, Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen haben wollen. Dazu haben wir uns nicht durchgerungen. Aber wir wollen in jedem Fall auch, und das werden wir in dem Gesetz jetzt schreiben, den Anteil der akademisierten Fachkräfte in unseren Einrichtungen erhöhen. Der liegt gegenwärtig bei zwischen 4% und 5%. Das Problem, was wir davon sehen, ist, und vielleicht gehen viele von Ihnen da deswegen auch etwas zögerlich damit um, wir sind irgendwie auf Sie nicht so richtig vorbereitet. Also das kann man sagen, also von der Gehaltsstruktur her ist das beispielsweise so. Ich saß vor kurzem mit einer Kommilitonin von Ihnen aus Freiburg auf dem Podium und die hat ein BA gemacht in Pädagogik der frühen Kindheit, war vorher Erzieherin oder ist Erzieherin und ist dann zurück in ihre Kita. Und das Problem war da ein Zweifaches. Auf der einen Seite ist sie genau auf der Stelle wieder gelandet, auf der sie vorher schon war, für das gleiche Gehalt. Und es hat sich irgendwie nicht so richtig jemand dafür interessiert, was sie eigentlich jetzt mehr weiß. Also wir stehen im Moment vor der Frage, wie gelingt es uns, irgendwie die Gehaltsstrukturen anzupassen. Ideen haben wir da noch nicht. Und vor allem, wie gelingt es uns, spezielle
Berufsprofile, Stellenprofile zu entwickeln, bei denen die Kompetenzen, die Sie erwerben, tatsächlich dann auch in einer Kindertageseinrichtung nutzbar sind. Jo, das kann ich nicht verstehen. Das war's. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich habe mich ja vorher gefragt, was ich erwarte. Das hat voll getroffen, denn das System in der Bundesrepublik so einfach zu beschreiben, eine Viertelstunde ist auch wirklich nicht ganz, ganz, ganz einfach, das Zwing zu verkürzen. Aber ich fand das sehr, sehr nachvollziehbar und freue mich, dass Sie das für uns vorgetragen haben, hier gekommen sind. Sie haben jetzt noch kurz die Möglichkeit, wir haben zwischendurch gefragt, Nachfragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann lassen Sie es einfach nicht.